Okay, wir stehen jetzt hier vor dem eisigen See und ich würde gerne einfach mal in diese Richtung, weil hier habe ich irgendwas markiert, was auch immer das ist. Ich würde gerne hin und dann vielleicht mal hier entlang. Mal gucken, was es hier so gibt. Oder waren wir da schon? Ich wüsste jetzt nicht, dass wir da waren, aber ich guck mal. Ich guck's mir mal an. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Hier unten. Sehe ich jetzt nichts. Wobei, ist das hier eine Höhle? Oh, hier ist so ein Ding in so einer Statue. Dafür bräuchten wir einen Riesen. Ich frage mich, wo wir einen Riesen herbekommen. Blutfleck, ist mir eigentlich egal. Ja, dann lunzen wir das doch mal da raus. Wir holen den Riesen hier hin. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das kriegt er hin. Er braucht natürlich eine Zeit. Was war das? Da liegt noch einer! Da liegt ein Riese! Komm her. Komm bloß her. Ich will nur, dass du das Ding hier kaputt machst. Ja, wir haben ein bisschen Zeit, bis er ankommt. Können wir ein bisschen trinken. Ich dachte, er muss am Bauen vorbei, aber er muss nicht dran vorbei. Nein, er geht einmal durch, natürlich. Ja, holst du jetzt Schwung? Nein? Gehst du zurück? Bist du wahnsinnig? Komm mal her, Mann. Okay, cool. Jetzt komm her. Wo ist das Ding? Wo ist denn jetzt? Hier. Schlag zu, Mann. Schlag zu, ja. Ganz genau. Ganz genau. So. Jetzt dreht aber durch hier. Ja, ich gehe jetzt nicht zu seinem Bauch. Es müsste auch so gehen, irgendwie. Oder? Ja. Geht schon. Tschüss. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Schmiedestein 7. Klasse. Also, geht so. Ich muss jetzt nicht alle Riesen besiegen, weil... Nee, muss nicht. Es muss wirklich nicht. Was habe ich denn hier markiert? Oh, der goldene Baum. Waren wir da schon? Da waren wir noch nicht. Aha. Goldene Saat. Merci. Deswegen sollten wir hinkommen. Sehr schön. Gut gemacht. Gut gemacht, Hivaldo aus früheren Tagen, der das irgendwann mal markiert hat. Ciao. Nee, gegen den Riesen habe ich jetzt keinen Bock. Was ist das hier? Hier ist nichts. Stalkt er mich jetzt oder was? Okay, die Map können wir noch nicht aufmachen. Ich weiß nicht so recht, ob wir hier schon waren. Aber es sagt mir irgendwas hier alles. Sei denn, hier sind Gegenstände. Ja, wenn hier noch Gegenstände rumliegen, sind wir noch nie hier gewesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier das hier schon angesehen haben. Ziemlich sicher. Denn ich meine, wie kam... Alter, der Baum im Hintergrund, ne? Der brennende.
Wir kamen von hier. Ja, ja, ja. Und dann sind wir hier lang. Ruin der Sterngucker waren wir schon. Hier möchte ich hin. Gehen wir mal in die andere Richtung jetzt. Der Berggipfel der Riesen. So, wir haben noch Markierung Nummer 4 und die ist da hinten. Gehen wir da mal hin, mal gucken, was da gibt. Bestimmt nur nette Kollegen, die uns nichts anhaben wollen. So wie immer. Oh, ich höre doch schon was. So ein wandelnder Turm. Wo ist denn der? Das ist er nicht. Aber da müssen wir noch hin, was auch immer das ist. Da, vor den Toren dieser Festung oder dieser Burg. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da sollten wir hin. Da sollten wir vielleicht sogar als nächstes hin. Also ich mache hier, ich schaue mir hier dieses Gebiet an. Das hier, die Hütte des Erhabenen. Und dann gehen wir da runter. Oh, guck mal da unten. Das Auge der Bestie zittert. Ja, ich sehe auch schon warum. Runtersuchen. Machen wir noch. Satt machen wir noch. Oh nein, meine Nase juckt. Ich muss gleich niesen. Ich entschuldige mich jetzt schon. Was war das? Das ist der Typ da unten, oder? Der Seefahrer. Der kann die doch herbeibeschwören, glaube ich. Wow. Ich weiß nicht, ob ich da kämpfen möchte. Alter, habe ich mich erschrocken. Der macht ja richtig Damage. Ja, da gehen wir auf jeden Fall noch hin. Da kriegt man ja richtig Angst bei. Hier ist sonst nichts. Hau ab, Mann! Du Nervensäge! Sind das mehrere? Es sieht aus, als wären das mehrere, oder? Vor allem, ich kämpfe noch nicht mal gegen den und der schickt da seine ganze Skelettarmee auf mich. Wo ist denn jetzt diese Hütte? Wahrscheinlich da unten. Ich gehe mal runter. Todesritenvogel. Was? Was ist hier los, Mann? Ekelhaft. Das Ding ist ekelhaft. Gegen so einen haben wir schon mal gekämpft. Ist aber nicht so gut ausgegangen. Das sieht besser aus. Nice. Komm schon. Was macht der denn jetzt? Was ist das? Stirb, verdammt! Stirb!
Alter. Ein Todesritualspeer. Was? Wahrscheinlich nichts für uns, weil Ritual, Waffen und so weiter, das wird alles nichts bringen, weil wir einfach keine Magie können, keine Arkan, nix. Ja, und hier brauchen wir Weisheit. Wir sind nicht weise genug. Oder? Ja, Weisheit 18 brauchen wir. Ein Ritualspeer der Priester aus alter Zeit, denen die Todesvögel Zugang zu ihren Nestern gewährten. Durch das Todesritual wurden die Priester zu Wächtern der Vögel. Dieses Ritual ist gleichzeitig ein Eid ihrer fernen Auferstehung. Schön. Schön, dass wir das haben. Fernkampf suchen. Nein, danke. Schön, dass wir das gemacht haben. Gefällt mir gut. Wir gehen zu der Hütte. Da wollte ich ja eigentlich hin. Ich wollte überhaupt nicht gegen den Typen kämpfen. Gegen diesen Vogel. Diesen ekelhaften. Aber, wow, der Baum. Alter, wir haben einfach den Baum angezündet. Ja. Es musste wohl sein. Waren wir da unten denn schon? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da schon waren. Da unten, oder? Ja, ja, da waren wir schon. Da unten waren wir schon. Aber da hinten waren wir noch nicht. Das Ding schauen wir uns an. Den kompletten Weg hier haben wir uns angesehen. Deswegen haben wir auch diese Hütte hier gefunden. Ja, das war der Grund. Klar. Okay. Dann schaue ich mir mal das hier an. Da wird es wahrscheinlich so ein... Wie heißen die Dinger? Splitter? Sternlichtsplitter. Ja, genau die Dinger. Werden wir hier finden. Die finden wir immer an diesen komischen Halbmond-Sesseln. Was stellt ihr denn da hin? Wer hat sich da immer hingesetzt? Okay, haben wir hier unten noch irgendwas? Ich sollte da vielleicht mal runter. Das könnte interessant werden. Was ist denn jetzt schon wieder? Die Blitze gefallen mir nicht. Alter. Was ist das für ein Ort? Okay, den sehen wir noch gar nicht auf der Map. Aber da hinten müssen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Was auch immer das ist. Wir werden es herausfinden, denke ich. Ich weiß es noch nicht. Was ist das für ein Blitz? Das macht mir Angst. Ist das wieder irgendein Drache? Das ist doch 100% ein Drache, oder? Die Materialien nehme ich mal mit, weil die scheinen gut zu sein. Die Bulgurblüten hier. Die Bulgurflüten. Aber kein Drache zu sehen. Wo ist denn? Wo ist denn eigentlich dieser Seefahrer? War dieser Seefahrer nicht hier irgendwo? Ich war mir ziemlich sicher, dass er hier ist. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich mich vertan. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den gesehen habe. Alter, ist das laut hier. Oder war es eine Etage höher? Es ist sehr laut um mich herum. Sehr, sehr laut. Deswegen, ich raste erstmal eine Runde. Und zwar am Schloss Sol. Oh, Schloss Sol. Das habe ich mir aufgeschrieben. Moment. Hier sollen wir irgendwas finden. Wir sind genau richtig. Alter, ist das laut. Ich glaube, das Erste, was wir machen, ist das Ding hier
runterhauen. Ich hoffe, das geht. Das geht wohl, ja. Dann ist das hier nicht mehr so laut. Also ist der Plan. Und danach suchen wir diesen Seefahrer. Vielleicht sollte ich aber auch nicht sterben dabei. Das wäre ganz nett. Okay. Der ist sauer. Kann ich verstehen. Kann ich sehr gut verstehen. Aber ich mache im Grunde, ich mache ihn nur sauber. So. Sehr schön, ich glaube, das Bein ist jetzt sauber. Nice. So ein paar brauche ich wahrscheinlich noch. Ich glaube, es geht runter, oder? Was ist hier? Nichts. Hier schlagen immer noch die Blitze ein. Ja, cool. Hat gut geklappt. Wir suchen mal den Eingang. Ich mache gerade die Tür auf. Da ist sie schon. Und hier kann man eben diese Dinger duplizieren. Wenn ich mich nicht täusche. Wie heißt das nochmal? Genau, die Echos. Kann man die duplizieren, wenn man nämlich beide Gegenstände haben möchte. Aber von diesen Gegenständen hier kann ich keinen gebrauchen. Sind das jetzt Kisten hier? Nein. Keine Kisten. Okay, tschüss. Na gut. Ich frage mich echt, wo dieser... Ist er oben gewesen? Vielleicht ist er hier. Nein. Nein, ich will hier hinreisen, ganz kurz. Ganz kurz, ich will nur mal schauen, von oben hat man den ja gesehen. Der muss ja irgendwo zu finden sein. Also, oder? Normalerweise müssen wir den finden, von hier oben. Da ist das Schloss, die Burg. Aber ich sehe ihn nicht mehr, komischerweise. Komisch. Oder war es weiter in die Richtung? Hallo? Oh, das hört sich gut an. Das Auge der Bestie zittert. Da unten. Da ist er. Oh, ist tatsächlich nicht ganz unten. Okay, ja, ja, ja. Dann gehen wir nochmal hin. Nerv nicht. Da ist unser Ziel. Hi. Sehr schön. Alter, okay, den kriegen wir weg. Den kriegen wir weg. Bleib mal stehen. Helfens Spitzturm. Und eine Todeswurzel. Die sollten wir zu dem Kollegen bringen. Vielleicht mache ich das gleich. Ich schaue nochmal gerade, ob wir hier noch irgendwas finden. Helfens Spitzturm. War eine Waffe, ne? Also aus wie eine Waffe. Hier gibt es sonst nichts mehr. Die sah interessant aus, auf den ersten Blick. Ist sie nicht hier? Weiter oben?
Weiter oben wahrscheinlich. Da ist sie doch. Oh, verdammt, Weisheit. Ein Großschwert nach dem Vorbild von Erhelfens Spitzturm, der die Toten der Geisterwelt mit seinem Licht leitet. Dieses Licht ähnelt der führenden Hand der Gnade, aber angeblich können es nur die sehen, die in einer Schlacht gefallen sind. Die sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Also so, auf den ersten Blick. Und auch hier sieht sie echt cool aus. Oh, was hat die für ein... Der hat da irgendwas an der Spitze. Da leuchtet irgendwas. Irgendein Diamant oder so. Sehr cool. Sehr geil gemacht. Wo ist jetzt unsere Waffe? Verdammt, wo ist sie hin? Ist ein Katana gewesen, ne? Hier, Drachenschuppenklinge. Nice. Okay. Cool. Haben wir geschafft. Ich würde gerne hier rein. Ja, auf jeden Fall. Aber vorher müssen wir woanders hin. Nämlich zum Refugium der Bestien, Bestienkleriker Gurang. Kann uns oder möchte von uns diese Todeswurzel haben. Vielleicht kann er uns ja auch was zu diesem Malikat sagen. Weil das ist ja auch so ein... So eine Art wie er gewesen. Ne? Oder? Todeswurzel übergeben. Und zwar eine, ja. Lass dich schmecken. Reicht nicht? Gurangs Bestienklaue. Okay, haben wir bekommen, aber er möchte mehr. Ich hoffe ja immer, dass wir hier irgendwas Cooles bekommen. Eine Rüstung oder eine Waffe oder sowas. Leider nicht. Können wir unsere Stufe erweitern? Können wir auch nicht. Also könnten wir schon, wenn ich hier Zeugs nutze. Zum Beispiel die Fürstenrune, die einfach mal 50.000 Runen beinhaltet. Wir müssen die eh nutzen, ne? Machen wir diese Kuppel. Dacht schon. Das, was wir absolut nicht wirklich brauchen. Hier, die hier. Auswahl. Machen wir zwei draus. Das ist nicht viel. Nein, zwei. Oh mein Gott. Verdammt. Auswahl, aber alle bitte. Auch hier die Auswahl, aber alle. Wie viel kriegen wir? 34.000. Das müsste schon reichen eigentlich, oder? Um eine Stufe zu erweitern. Ja, sehr gut. Okay, machen wir. Kondition... Stärke. Die Kondition erweitert nicht mal unsere Ausdauer damit? Warum? Was ist das denn für eine Verarsche? Die Robustheit wird erhöht um einen Punkt und maximales Ausrüstungsgewicht. Lohnt sich das? Stärke, bisschen Angriffskraft erhöht und Verteidigungskraft um einen Punkt erhöht. Geschick. Weißt du was, wir machen Kondition. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal sich unsere Ausdauer wieder ein bisschen erhöht. Das wäre mir sehr wichtig. So, wieder zurück und zwar zum Schloss Sol. Da gehen wir direkt rein. Interessant, da müssen wir auf jeden Fall hin. Ich habe mir das aufgeschrieben. Was finden wir da nochmal? Wir finden da ein Medaillon. Ein Medaillon. Ich weiß gerade nicht welches, aber es soll ein Medaillon sein. Moment, was gibt's hier daneben? Haben wir irgendwas? Dann. Nee, hier ist nichts. Einfach mal links und rechts gucken von dieser Burg. Vielleicht finden wir irgendeinen Gegenstand.
Eine Waffe. Eine Rüstung. Irgendwas Geiles. Komm schon. Eine Blüte. Eine Feuerblüte gibt es allerdings. Immerhin. Immerhin etwas. So, auch hier ist nichts. Hier geht's aber weiter. Und hier auch. Gleich bin ich tot. Ich bin gleich sowas von tot, weil ich hier Wege gehe, die ich nicht gehen sollte. Ja, ich bin hier des Todes. Lieber zurückgehen. Warte, was war das? Oh. Leben voraus. Ja, ist das so? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob da Leben voraus ist. Okay. Was gibt's hier? Ja, hallo. Das lohnt sich doch. Hier sind wieder ein paar Särge für uns. Da gibt es ja immer ein paar Runen abzugreifen. Und auch diesmal ist das der Fall. Da haben wir da was. Goldene Rune 4. 5. 10, immerhin. Das hat's gerettet. Ansonsten ist hier nichts. Blüten nehme ich auch nochmal mit. Ja, ansonsten ist hier tatsächlich ein feuchter. Ein feuchter Kehricht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen rein. In Schloss Sul. Nachdem ich hier geguckt habe. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören, alles abzusuchen. Es ist schlimm. Es ist eine Krankheit. Es ist wirklich schlimm. Ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, ja, der daran leidet. Ja, ihr seid mit Sicherheit ein paar von euch. Ist genauso. Da ist ein Vogel. Will ich jetzt wirklich mit Vögeln kämpfen? Hasse diese Vögel so sehr. Das musste sein. Was machen denn hier bitte Vögel? Ich könnte jetzt einen ganz blöden Spruch geben, aber ich tue es nicht. Die Vögeln rum. Sorry. Heranwachsender Schmetterling. Danke. Gibt es hier vielleicht doch noch irgendwas? Nee. Nee. Hier kommen wir einfach nur wieder zurück. Oh, 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 was? Dunkelschmiedestein 8. Immerhin. Hat sich gelohnt. Ich finde, es hat sich gelohnt. Ich meine, Schmiedestein haben oder nicht haben, ne? Wir haben ihn. Und viele andere haben den eben nicht. Weil die sich nicht umgesehen haben. Das ist der feine Unterschied, Freunde. Okay, wir gehen jetzt aber rein. Wirklich. Versprochen. Aber vorher... Nein, Spaß. Oh mein Gott. Oh, das ist so ein Löwending. Schloss Sul. Sieht sehr heruntergekommen aus. Ja, der wird mich eh sehen, ne? Komm her. Komm her. Cool. Scheint hier ein Ding zu sein in diesem Landen. Kommt schon. Ja, das war's. Wow, ich dachte böse, wir sind tot. Da kommt ein zweiter. Einfach zwei von der Sorte.
Komm schon. Nehme ich alles, danke. Ich sehe gar nichts. Ja, mach mal ruhig dein Ding. Alles gut. Komm schon. Yes. Auch hier bekommen wir diesen ganzen Eis. Oh Gott. Auch noch zwei von der Sorte. Das ist hart. Okay, unser Pferd können wir nicht rufen. Puh. Was gibt's hier Schönes? Eine goldene Rune der Stufe 10. Vielen, vielen Dank.